Moin, meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem heutigen Video. Wir haben die beiden neuen Radiogummi-Sets am Start. Zwei Booster-Packs, diesmal Maskerade im Zwielicht und Gewalten der Zeit öffnen wir. Sind die Nachfolger von den zwei Schnuckeligen hier. Hello there. Haben wir damals geöffnet. Richtig cool, Larissa hat ja damals Radiogummis gesammelt. Jetzt haben wir sie in der Vitrine stehen hier hinten. Und da darf dann natürlich Gengar und Vampitz nicht fehlen. Die kommen mit dazu, Freunde. Vielleicht baue ich mir dann irgendwann so eine kleine Vitrine auf mit allen Radiergummi-Figürchen, die es hier so gibt. Wir nehmen sie mal mit, die alten, als kleine, ich sag mal, Glücksbringer. So, die gucken hier ganz liebäugelnd auf ihre zwei neuen Brudis. Wir haben die beiden geholt beim GameStop für, ich glaube, 12 Euro war das gewesen. Und hauptsächlich haben wir sie auch gekauft wegen den Radiergummi-Figuren, ganz ehrlich. Die zwei Booster-Packs sind die zwei neuesten Sets. Maskerade Zwielicht muss ich noch öffnen. Ich habe ein Display noch vor mir, was ich gerne öffnen würde. Einfach für die ganzen spielstarken Karten. Aber jetzt so die Chase-Karten sind da nicht wirklich drin. Gewalten der Zeit haben wir schon ein bisschen was geöffnet. Nicht so gut rausgezogen. Dementsprechend, ja, Freunde. Also hoffen wir auf die guten Puls heute. Eine stabile Karte würde ich mich freuen. Aber hauptsächlich geht es mir hier um den Bray. Guckt ihn euch an. Da ist er. Autofokus, da. Richtig schön. Richtig, richtig cool. Hier seht ihr seinen Hintern noch ein bisschen. So, aber mega. Der kommt auch in die Vitrine, gesellt sich dazu. Der Squad wird immer größer. Und dann haben wir noch die beiden Booster Packs. Genau. Das gleiche für den anderen. Was würdet ihr denn sagen? Was findet ihr denn cooler? Gengar, weil er einfach so iconic ist? Oder halt Vampitz, weil er schon... Der ist schon süß. Gibt zu, so ein kleiner... Neuer Relaxo gefühlt ist das. Finde ich mega cool. Was für ein Team seid ihr? Schreibt es mir sehr gerne rein in die Kommentare. Wir lassen die mal hier beide hinstellen. Irgendwann, wenn die nächste Generation an Radiogummis kommt, dann haben wir bald hier so ein komplettes Arsenal an Zuschauern tatsächlich. So, packen die mal aufeinander. Und ich würde sagen, wir gehen rein immer im Wechsel und schauen mal, was wir hier raus ziehen werden. Wie gesagt, Gewalten der Zeit, Freunde, Donnersichel, Eisenkrieger, Eisenhand, das fehlt alles komplett noch. Dementsprechend, ich würde alles annehmen. Maskerade im Zwielicht genauso. Da freue ich mich sogar auf die ganzen spielstarken Karten. Also muss jetzt nicht so der Hit da drin sein, aber vielleicht die eine oder andere Karte, die uns helfen würde. So, Mizunda, Monozito und... Oh, Windwoge EX mitnehmen. Haben wir schon gezogen, glaube ich, aus dem Display. Ich finde aber von den drei Urzeit-Pokémon oder von den Hunden, die Urzeitformen ist das die coolste Form, meiner Meinung nach. Und eine Basisenergie. Ja gut, dahinter kam nichts mehr, aber nice. Der erste Hit ist da, Freunde. Mitnehmen, annehmen. Maskerade im Zwielicht. Hoffentlich machen wir genauso weiter. Hier aus dem Set spielstark, Freunde, Ursaluna. EX. Also da würde ich mich echt über eine EX-Karte richtig freuen, wenn wir Ursaluna ziehen würden. Der fehlt mir noch für meine Decks. Und ich glaube, so ein paar Trainerkarten gibt es ja auch noch im Set, die richtig gut sind. Ach, guck mal, Vampitz. Hoffentlich war das jetzt auch die Vampitz-Box gewesen. Das wäre cool. Relaxo, Tangela und Girafarik, schade. Oh, no. Benizaru, eine der besseren Rare-Karten, die ihr ziehen könnt, oder Holo-Karten vorne. Der ist spielstark tatsächlich. Mitnehmen, annehmen, allein durch die Fähigkeit, wenn ihr Frostier noch dabei habt im Team auf der Bank. Ihr könnt hier nämlich einmal während eures Zuges ein Pokémon, was mindestens eine Energiekarte an ihn angelegt ist, Unlichtenergie, kann man bis zu 3 Schadensmarken von einem deiner Pokémon auf eins deiner Gegner verschieben. Sprich, wenn ihr davon halt ein paar Stück auf der Bank habt, plus Frostier, die für jedes Pokémon, bei jedem Pokémon-Check, genau, liegt eine Schadensmarke auf jedes Pokémon mit einer Fähigkeit drauf. Also richtig, richtig gut zusammen in Kombination. Dementsprechend, Freunde, nicht schlafen auf den Typen, den würde ich beiseite legen. Ist ja schon fast ein Hit, könnte man sagen, tatsächlich. Gut, Gewalten der Zeit, zweiter Booster. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So. Hoffentlich, ich habe jetzt nicht gespoilert irgendwas. Lungkiefer, wird jetzt so ein Eisenkrieger, Eisenhand-Altart, mitnehmen, annehmen. Delfinator. Oh, Brillschweif, nice. Ich glaube, davon die EX-Version, die würde ich für so ein Urzeit-Team oder Vergangenheit-Team würde ich mitnehmen, annehmen. Dummi Miesel, auch nicht schlecht. Habe ich mir damals auf Card Market geholt fürs Donnersichel-Deck. Auch wegen der Fähigkeit, Freunde, mega, mega gut, wenn ihr euer Deck einfach schnell Karten ziehen wollt. Weil, wenn ihr es auf der Bank oder irgendwo auf dem Feld liegen habt, ihr könnt 3 Karten ziehen. Und falls ihr das macht, nehmt ihr einfach euer Dummi Miesel und Dummi Miesel und mischt sie wieder in euer Deck rein. Also mega, mega gut. Richtig coole Karte.
spielstark mitnehmen in dem einen oder anderen Deck. Wie gesagt, Donnersichel spiele ich das aktuell. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Last Pack Magic, Freunde. Ey, hinterlasst mal gerne ein Like, einen Daumen hoch für den Big Baba Pull hier. Wir wollen was Gutes jetzt noch ziehen. Komm, es kann jetzt nicht nur die Windwoge gewesen sein. Ja, der Bre, da muss noch was kommen. Ich will eine Illustration Rare. Die muss jetzt kommen. Magnaien, Eisenbündel, okay. Wie gesagt, Itemkarten, auf Festplatz, Mist. Und sich so Trainerkarten, würde ich mich mehr drüber freuen. Das ist schon mal nichts. Und dahinter, Pustkuchen, GameStop, wie immer. Die Pullraten überzeugen beim GameStop. Ja, wir haben eine Windwoge gezogen. Mitnehmen, annehmen. Und wie gesagt, nochmal zwei spielstarke Karten. Da sage ich jetzt auch nicht nein. Wobei, Dumme Miesel habe ich jetzt zu Genüge. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Kopie, die wir mittlerweile haben. Also dementsprechend, vielleicht kommt da bald ein Deck, wenn ich ein Display nochmal auf Maskerade und Ziellicht aufgemacht habe. Lieben, was sagt ihr zu den Radiergummis? Ich finde halt, wie gesagt, Hauptverkaufspunkt davon sind diese zwei Radiergummi-Figuren. Echt ein nice to have, kann man sich hinstellen. Mit den Radieren würde ich jetzt nicht so. Aber mega, mega cool. Schreibt mal eure Meinung sehr gerne rein in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Peace out.